Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Filmpreis 2019. Vielleicht willst du uns mal ganz kurz und tief in die Augen schauen. So wie du eben das gemacht hast. Du hast auch mit mich was gefragt und dann einen Blickkontakt mit jemandem aufgebaut, den du interessanter fandst als mich. Das ist ein einziges Mal passiert und du kannst auch jetzt von unserem Schönsten erzählen. Deswegen ist auch nichts draus geworden. Wo muss ich ziehen? Ich ziehe lieber gar nicht. Ich habe den Anzug gekriegt, den ich anziehen wollte. James Bond-like. Es ist alles Nadelstreifen, ja? Es ist alles Nadelstreifen. Mein Name ist Vivien Ahlbeck und ich habe für euch heute mal die Stars gefragt nach ihren Flirt-Tipps und was denn so genau bei ihren schönsten Dates passiert ist. Ich finde es total schwer, weil ich glaube tatsächlich, dass ich in meinem Leben nur wirklich zwei Dates hatte, weil ich wahnsinnig schlecht im Daten bin. Also ich finde, es wird so ganz verkrampft, wenn man sich dann so trifft, um sich kennenzulernen irgendwie. Und ich hatte das große Glück, dass es meistens immer auf irgendwelchen Partys oder mit Freunden oder so war, wo man sich kennengelernt hat. Und deswegen hatte ich wirklich nicht sehr viele Dates. Ja, das Daten ist etwas, was ich nicht so kenne, weil das ist so eine amerikanische Erfindung. Das findet doch hier erst seit ein paar Jahren statt, wenn ich das richtig beobachtet habe, oder? Dass man datet. Macht man das dann auch so offiziell, dass man sagt, das ist jetzt First Date? We don't kiss on first dates. Es gibt ja manchmal so Begegnungen im Leben, die gar kein Date sind, sondern eigentlich so ein Abend, wo man zu müde war und nicht mehr rausgehen wollte. Und dann jemand begegnet ist durch Zufall und man ist nach Hause gegangen und hat gedacht, wow, das war fast wie ein Date. Ich bin ein Fan von Blickkontakten ohne viel Stimme und Sprache. Ja? Ich mag es, wenn auch in einem Raum über Distanz Blickkontakte entstehen und dadurch irgendwie was aufgeladen wird. Rambazamba, gleich, zack, gleich aufs Laken. So, das war's, glaube ich. Gleich aufs Laken, gleich zerwühlt, gleich alles zerrissen, Hotelzimmer zerlegt und dann sich geschämt. Ja, an so einem besonderen Abend kommt man natürlich nicht im Schlabberlook daher. Deswegen habe ich mir mal die Abendroben der Promis angeguckt und sie gefragt, wo sie dieses Jahr den Fokus draufgelegt haben bei ihrem Styling. Also ich habe heute erst 5 Kleider bekommen, weil ich so kurz geplant war und habe dann das genommen, wo ich dachte, geht am besten. Dior hat mir diesen Anzug geschneidert und dann habe ich den damals zur Premiere des Films erst wieder da in Venedig getragen. Ich habe ihn getragen beim Oscar. Wir waren ja auch zum Oscar nominiert 2-mal. Genau, für den ich jetzt nominiert bin als Nebendarsteller. Herzlichen Glückwunsch erstens. Dankeschön. Und ich habe gedacht, der bringt mir Glück. Ich nehme aber gerade ein bisschen zu für die nächste Rolle und das ist schon, sitzt schon knapp. Ich habe ehrlich gesagt eine Viertelstunde lang gegoogelt, welchen Smoking ich in der letzten Zeit am wenigsten anhatte und dann ist es der geworden. Und die Fliege genau das gleiche. Und das ist, finde ich, gar nicht so einfach. Also ich kann Krawatten mit, habe ich kein Problem mit, aber so eine Fliege, da musste ich wirklich mein iPad rausholen und habe so ein YouTube-Tutorial rausgeholt, um diese Fliege zu binden, was eine Katastrophe war. Ich habe damit eine halbe Stunde gebraucht, diese Fliege zu binden, vorm Spiegel immer wieder. Aus Versehen was falsche Sakko angezogen. Ich habe, das passt nicht zu dem Ding. Ich habe so geschnappt. Ja, ich weiß, es ist so in letzter Sekunde und so. Ich fand dieses Kleid wahnsinnig schön. Ich liebe ja Natur und Grün und es ist trotzdem noch sommerlich. Und deswegen war ich total verliebt. Ich bin heute sehr glücklich, weil ich Louis Vuitton bekommen habe. Und deswegen ist jedes Detail gut heute. Go Screen lautet das Motto des diesjährigen Filmpreises. Alles steht also im Zeichen der Nachhaltigkeit. Und deswegen habe ich mal nachgefragt, was die Stars denn so tun, um nachhaltiger zu leben. Ja, ich habe mich gefragt, ob sie die ganzen Blumen ausgerissen haben und dann hier hingeklebt. Aber ich versuche zum Beispiel Plastik zu vermeiden. Das versuche ich viel Fahrradfahren und weniger Fliegen. Was ich seit 3 Jahren mache, ist To-Go-Becher, also meinen dabei zu haben, mit Tüten einkaufen zu gehen, so Sachen, die man im Alltag einfach umsetzen kann. Und ich habe jetzt aber was ganz Schönes, ich drehe im Sommer einen Film und der wird grün gedreht, weil gerade an Sets ist ja auch mit Pappbechern ziemlich viel, mit Strom und so weiter. Plastikbechern. Und wir haben das alles nicht an dem Set. Ich habe meine Ernährung umgestellt auf vegan, ich passe wahnsinnig mit Plastik auf, also ich beim plastikfreien Supermarkt und das Ganze. Ich recycle viel, ich habe unseren Garten komplett umstrukturiert schon vor ein paar Jahren. Ich fahre tatsächlich so viel es geht mit dem Fahrrad. Bei mir geht es ehrlich gesagt viel übers Essen. Man hat ja immer so die Themen, die einen interessieren, an denen man irgendwie dran ist. Und bei mir ist es halt das Kochen und das Essen. Und da bin ich halt so, dass ich mich damit sehr viel beschäftige und probiere, da so viel es geht irgendwie in der Öffentlichkeit drüber zu reden. Dass es halt eben
nicht okay ist, irgendwie auf Nachhaltigkeit abzufahren, aber trotzdem billiges Fleisch zu essen oder billige Tierprodukte zu konsumieren? Also, ich wohne in der Stadt und da brauche ich kein Auto, ja? Das heißt, ich benutze dauernd mein Fahrrad. Ich trenne Müll. Ich habe jetzt leider wieder angefangen, ich habe 6 Jahre auf Fleisch verzichtet, aber esse sehr wenig Fleisch. Oh, das sind wahrscheinlich so die kleinen Dinge, die man so macht. Ob es mit einem Stoffbeutel zum Einkaufen geht, keine Plastiktüten mehr nutzen, Ökostrom. Ich versuche immer weniger mit dem Auto zu fahren oder viele kleinere Strecken zumindest dann irgendwie zu Fuß zu laufen oder mit dem Fahrrad zu nehmen. Naja, also erstmal große Sünden begehen, indem ich überhaupt hierher fliege. Ja, das ist bestimmt nicht besonders nachhaltig von mir. Aber zumindest habe ich Ökostrom. Aus Wasserstrom geht das in München, Gott sei Dank. Und ich versuche das tatsächlich nachhaltig zu machen. Versuche da mit einer Wärmepumpe zu heizen und versuche das natürlich so gut wie möglich zu dämmen und so. Also ich versuche schon was zu machen. Kinder kriegen. Ihr Lieben, das war's vom Deutschen Filmpreis 2019 und ich hoffe, ihr hattet natürlich mindestens genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und wünsche euch natürlich bis dahin alles Gute.